Moin, liebe Holstein-Fans. Also, wer aus dem Team hat die beste Frisur und wer die schlimmste? Ja, ich fange mal an. Ja, mit der schlimmsten hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber ja, der Philipp Sander versucht im Moment die Haare wachsen zu lassen. Der hat ja sehr kurze Frisur gehabt, will jetzt aber ein bisschen länger wachsen lassen. Ja, der sollte halt nur nicht vergessen, dann auch ein bisschen die Seiten anzupassen, dass das nicht so ganz wild wächst. Aber ansonsten vertraue ich dem da voll und ganz, dass der da weiß, was er macht. Und ja, die beste Frisur, ja, das ist schwierig. Also, wenn ich mich jetzt mal rausnehme, ja, weiß ich gar nicht, wer hat denn die beste Frisur? Ich muss sagen, ich glaube, Tees so mit seinen grauen Schläfen, ich glaube, das macht schon einiges her bei ihm. Hello Emma, wie kommst du als rheinische Frohnatur ohne den Karneval im hohen Norden zurecht? Ja, den vermisse ich natürlich, kann mich, soweit ich denken kann, war ich immer Karneval immer dabei, hab da als kleines Kind die Süßigkeiten ja, gesammelt und ja, vermisse ich natürlich, ja, aber hoffe, dass ich da irgendwann auch mal wieder dabei sein kann, zumindest dann als Besucher. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile und Nachteile einer Laie? Ja, die Vorteile einer Laie sind natürlich, dass, ja, wenn es in dem Verein, wo man ursprünglich unter Vertrag stand, wenn es da einfach für einen selbst nicht so gut läuft und man vielleicht nicht so viele Spiele macht, ist einfach eine super Möglichkeit, dann ja, Erfahrung zu machen, Spielminuten zu sammeln, dann gerade als Offensivspieler natürlich auch wichtig, ja, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten. Und das sind halt alles Dinge, die einem ja, durch so eine Laie ermöglicht werden. Nachteile gibt es natürlich genauso. Du bist dann je nachdem, wie lang die Laie geht, ein Jahr oder zwei Jahre, muss sich da ja, sehr schnell einfinden, was nicht für jeden eine einfache Sache ist. Und ja, kann sich vielleicht nicht so richtig da einleben. Aber mir persönlich macht das eigentlich nichts aus. Ich wurde hier beim Team super aufgenommen. Und ja, die haben es mir da wirklich sehr leicht gemacht. Hast du ein Ritual, in Klammern, vor einem Spiel? Ein Ritual würde ich nicht sagen. Das Einzige, worauf ich achte, dass ich meinen linken Schuh als erstes anziehe. Das ist einfach ja, so ein Ding, was ich über die Jahre entwickelt habe. Aber sonst achte ich da auf nichts Besonderes. Ich höre meine Musik vorm Spiel. Und ja, womit ich mich so ein bisschen ja, auf der einen Seite ein bisschen ja, beruhigen kann, aber halt auch aufs Spiel konzentrieren kann. Was war das für ein Gefühl, das 1-1 zu schießen? Ja, war natürlich ein super Gefühl für die Mannschaft, aber auch für mich persönlich. Für einen Stürmer ist immer super, ein Tor zu schießen und ja, dann so ein wichtiges direkt zum 1-1, relativ nah am 0-1. Ja, das war eine super Sache und ja, hat uns dann auch zum Glück auf die richtige Richtung gebracht. Wie ist die Stimmung in der Kabine und bei der Rückfahrt nach so einem tollen Spiel? Stimmung ist natürlich super. Ja, jeder freut sich einfach, dass wir ja, auswärts so ein Spiel dann so drehen konnten. Und ja, freuen uns da einfach alle, haben Spaß miteinander. Ja, da kann man auch mal vielleicht ein paar Süßigkeiten essen nach dem Spiel, was jetzt so in der Woche vielleicht nicht immer so der Fall ist. Und ja, ist einfach eine super Sache. Könntest du dir eine Zukunft in Kiel vorstellen? Ja, also ich fühle mich wirklich sehr wohl, wie ich eben schon gesagt habe. Die Jungs haben mich super aufgenommen, haben mich hier direkt ja, vom ersten Tag an ja, sehr willkommen gefühlt. Habe ja jetzt auch seit 3-4 Monaten jetzt auch eine Wohnung, wohne mit meiner Freundin hier und ja, fühle mich wirklich sehr wohl hier. Was war dein bis jetzt bestes Spiel? Boah, mein bestes Spiel, ich glaube so allzeit bestes Spiel war glaube ich letzte Saison gegen Paderborn. Da haben wir 2-1 gewonnen und ja, da habe ich ein Tor vorbereitet, ein Tor selber erzielt und ja, das war, denke ich, ein recht ansehnliches Spiel von mir. Was gefällt dir am meisten am Fußball?
ja, im Fußball, ja, das ist einfach, ja, ich liebe es einfach, ja, so der Teamgedanke dahinter, ja, sich mit Jungs zusammenzutun, Erfolgserlebnisse zu haben, Spiele zu gewinnen. Fußball an sich ist auch eine Sache, ja, ich habe das früher als kleines Kind angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat und ja, das jetzt zum Beruf machen zu können, das ist einfach ein unglaubliches Privileg, was ich auch Tag für Tag genieße. Und ja, ich glaube so das Ganze drumherum, auch so vorm Spiel, so dieses Kribbeln, wenn es dann endlich auf den Platz geht, ja, das glaube ich schon das, was einen so am meisten reizt und was auch viele ehemalige Fußballspieler sagen, ja, was sie so am meisten vermissen am Fußballspielen. Mit wem willst du mal gerne zusammenspielen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, mit Iniesta zusammenzuspielen, das wäre eine super Sache gewesen. Wo es jetzt aber, denke ich mal, nicht mehr zukommt. Aber ja, als Stürmer einfach jemanden zu haben, ja, der weiß, was für Wege man läuft, der einfach einen super Pass spielen kann, das finde ich, ja, das ist einfach so das Wichtigste. Ja, aber da haben wir in der Mannschaft auch genug Spieler, die jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von einem Iniesta spielen, aber trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau, gerade für die zweite Liga. Und ja, da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, über die Mitspieler, mit denen ich zusammenspielen kann. Und dann, was sagst du zu Frutarian? Ja, ich habe da letztens mit dem Sully drüber gesprochen, der hatte mich darauf angesprochen, was ich denn von Frutarian halte, von Menschen, die sich nur von Früchten ernähren. Jedem das Seine, würde ich sagen. Jeder kann sich ernähren, wie er das für richtig empfindet. Und ich meine, Früchte sind was Leckeres. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, mich nur von Früchten zu ernähren, aber ja, wenn man das mag und wenn man damit zurechtkommt, dann ja, warum nicht? Ja, das war's, liebe Holstein-Fans, mit der heutigen Episode. Und ja, ich bedanke mich für die ganzen Fragen und ja, macht's gut. Ciao.